so toll, dass es sie weiß und trifft. Das war's schon. Weißt du eigentlich, wie doll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. Ach, ich hab dich lieb, dass es kribbelt in den Zehen. Und yeah, das Kitzeln da am Bauch will nie mehr gehen. So lieb, dass ich fast ein bisschen trick. Immer wenn du lachst, ja, dann lach ich einfach mit. Geil. Manchmal bist du weg und dein Platz ist leer. Dann wird in mir plötzlich alles schwer. Ich werd traurig und will nur die Sekunden zählen. Jeder einzelne, bis wir uns endlich wiedersehen. Ich schenk dir jeden Schatz, alles was ich hab. Weil ich dich einfach noch mehr als alles mag. Werd dich immer hier in meinem Herzen tragen. Komm mal näher, ich will dir kurz was sagen. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? So doll, dass es überall schon drückt. Nein! Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. Und wenn ich dich auch mal vermiss, weil du so lange schon nicht da bist, dann flieg ich hoch bis zum Mond und nehm dich mit zurück. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. Bist du? Also ich bin Tristan und ich bin 9 Jahre alt. Wow. Wow. Krass. Du hast das wunderschön performt, du hast es super, super cool gesungen und du hast auch mega cool gerappt. Und ich habe natürlich auch sofort geheult, weil ich das Lied selber so liebe. Also ja, es war richtig mega. Danke. Was sind denn deine Hobbys? Also meine Hobbys sind Schule spielen. Schule spielen? Schule spielen, das habe ich auch lange gemacht. Was ist denn Schule spielen? Machst du genau das Schule spielen in der Schule? Nein. Ah, okay. Würde ich zwar gerne, aber nein. Warte, habe ich was nicht verstanden? Was ist Schule spielen? Tristan, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein. Tristan, du weißt, was das bedeutet. Du kannst doch mit mir Schule spielen. Warum spielst du nicht mit mir Schule? Muss ich mit dir selber spielen? Ist es Schule spielen? Ich spiele lieber mit mir selber. Spielst du mit jemand anderem Schule oder nur mit dir selber? Also manchmal spiele ich mit imaginären Schülern. Siehst du? Aber auch manchmal mit Mama. Cool. Aber Tristan, bist du dann eher der Lehrer oder bist du der Schüler? Ich bin der Lehrer. Oh. Ja. Ach so, okay. Alles klar. Also du gibst die Hausaufgaben dann, ne, Tristan? Okay, Tristan, das Krasse ist, das ist heute wirklich echt, was gerade passiert ist. 4er-Buzzer hast du bekommen und das kriegt nicht jeder. Bist du denn bereit, uns eine Antwort zu geben, mit wem du ins Team gehst? Falls du noch nicht bereit bist, könnte ich dir anbieten, dass wir das Lied mal zusammen singen. Oh, 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 oh. Ich bin noch nicht bereit. Cool. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. In den Zehen. Aha. Und das Kitzeln da am Bauch will nie mehr gehen. Ja, ja. So lieb, dass es fast ein bisschen zwickt. Immer wenn du lachst, ja, dann lach ich einfach mit. Manchmal bist du weg und dein Platz ist leer. Da wird in mir plötzlich alles schwer. Ich werd traurig und will nur die Sekunden zählen. Jeder einzelne, bis wir uns endlich wiedersehen. Ich schenk dir jeden Schatz, alles was ich hab. Weil ich dich einfach noch mehr als alles mag. Werd ich immer hier in meinem Herzen tragen. Komm mal näher, ich will dir kurz was sagen. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. Und nochmal, noch einmal. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? So toll, dass es überall schon drückt. Weißt du eigentlich,
wie toll ich dich lieb hab. Einmal bis zum Mond und zurück. Tristan! Mega, super, klasse. Es war wirklich schön, The Real Fantastic Four jetzt auf der Bühne zu erleben. Deswegen haben wir es von hier unten genossen, weil es gibt natürlich Leute, mit denen man gut singen kann, und es gibt auch zwei Leute, mit denen man gut lernen kann. Schule spielen sozusagen, genau. Im musikalischen Sinne. Sind sehr streng auch, die beiden. Möchtest du einen strengen Coach haben oder einen nicht so strengen Coach? Ich glaube, ich gehe zu Lena. Ja! Mein Herz! Das haben wir noch gar nicht gefragt. Ich freue mich, dass du in meinem Team bist. Oh, du hast das so toll gemacht. Komm, wir machen doch zusammen ein Foto. Als Erinnerung. Und dann gibt es ein kleines goldenes Ticket. Damit kannst du auf ein Konzert kommen. Von den Fantas? Und kannst Backstage kommen und dir das alles anschauen. Und dann sagen wir nochmal Hallo. Einen riesengroßen Applaus für Tristan.